Schrank auf. Helft mir dann weiter. Muss ich schon so ein bisschen Profi in Sachen Sim-Racer sein, wenn ich mich bei euch anmelde? Oder gibt es bei euch auch die Möglichkeit, dass ihr Neulingen unter die Arme greift, dass die Fragen stellen können? Also bei uns muss man kein Profi sein, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns über jeden, der sagt, ey Leute, ich möchte das machen, ich habe davon keine Ahnung, helft mir. Wir haben die Möglichkeit, über das Forum und über den TS denjenigen zu helfen. Wir geben Infos über Equipment, wir geben Infos über Spiele und wir helfen natürlich auch, Setups in den Spielen zu erstellen und halt wirklich dann auch im Rennspiel teilzunehmen. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend.
Untergehen lassen. Und es gibt noch Geschenke bis zum 10. Rang, aber jetzt müssen wir mal eins machen. Ich weiß, wir sind alle seit 7 Uhr hier, das fing um 9 Uhr schon an. Darf ich euch mal bitten, aufzustehen hier vorne? Das kriegt ihr irgendwie hin. Wir brauchen so ein bisschen Stimmung und er hat sich so tierisch gefreut, dass er das Auto fast weggeworfen hat nach dem Zielstrich. Na gut, dann hätte er trotzdem gewonnen. Bitte nicht nur die Handys rausnehmen, weil das stört den Applaus. Fotografieren könnt ihr gleich. Ich brauche erstmal einen riesen großen Applaus für den ersten Sieger ever der Sim Racing Expo 2014 am Nürburgring. The winner is Tim Heinemann! So, erstmal zum Zweit- und Drittplatzierten. Da wird abgeklatscht. Olli. Ja, Tim, bevor der Pokal überreicht wird und auch diese besondere Prämie, die es noch gibt, noch kurz ein Wort zum Rennen. Du hattest im Training Probleme mit Motorschaden, Getriebeschaden und wie sowas. Da warst du schon ziemlich frustriert. Ich hab gedacht, oh Scheiße, jetzt schmeißt der alles hin. Aber dann ein Wahnsinnsrennen. Genau, ich dachte zuerst, die Pedale wären kaputt, aber ich habe nur den Motor beansprucht. Aber im Rennen hatte ich richtig viel Glück, dass die ersten beiden sich rausgehauen haben und ich dann eine Sekunde Vorsprung hatte, den ich auch übers Ziel bringen konnte. Ja, und jetzt kommen wir dann zur Pokalübergabe, wird überreicht. Ja, Moment, er will noch was sagen, der Team, genau, ja, gehört auch dazu, ja. Ja, wenn er noch zuguckt, würde ich gerne meinen Chef grüßen und danke an die Entwickler, die das Ganze hier ermöglicht haben und natürlich an Raceroom und an alle anderen Organisatoren. Ja, ich denke mal, das Danke wird von uns allen eigentlich mitgetragen. Kurt Beckmann, Repräsentant vom ADAC, Veranstalter dieses gesamten Rennwochenendes. Er überreicht den Siegerpokal für Tim Heinemann, Sieger hier. Ja, da pusht er sich ein Tränchen weg. Wunderbar. Kommt noch auch dieses Mediaset von Steel Series, sowas. Ja, und es kommt noch ein ganz besonderer Preis raus. Also erstmal finde ich das ja schon besonders. Das ist von Steel Series nicht nur ein Media-Headset, sondern Wireless. Du kannst dich überhaupt...